Oh, es riecht gut, oh, es riecht fein. Der Liedtext ist bekannt. Ihn in die Tat umzusetzen war allerdings ein Riesengaudi für 12 junge Bäcker in Spee. Maskottchen Willi Wohnbau hatte vergangenen Mittwoch zum dritten Weihnachtsbacken eingeladen. Kurzerhand wurde der Wohngebietstreff des Wohn- und Lebensräumevereins in eine Zuckerbäckerei verwandelt. 12 Kinder der Kita Burattino backten und verzierten Plätzchen. Mit Unterstützung von Sabine Lubkowitz, einer älteren Backfee aus der Nachbarschaft und weiteren Helfern, hatten sie eine Menge Spaß und einen erfolgreichen Vormittag. Wir sind heute bei der dritten Willis Weihnachtsbäckerei. Zusammen mit Kindern aus der Kindertagesstätte Burattino backen wir heute Weihnachtsplätzchen im Wohngebietstreff in der Dittesstraße. Vor 3 Jahren hatten wir uns Gedanken gemacht, wie wir denn unseren Willi noch bekannter machen können und kamen als Team von der Wohnungsbaugesellschaft auf die Idee, dass wir eine Weihnachtsbäckerei gemeinsam mit unserem Maskottchen veranstalten können. Und seitdem laden wir immer Kinder aus verschiedenen Plauner Kindertageseinrichtungen ein, die dann zusammen mit uns backen, einmal im Jahr. Zum Einsatz kamen vor allem Zuckerguss und jede Menge Streusel. Nachdem die Bleche im Ofen waren, wurde gespannt auf das Ergebnis gewartet. Als es endlich soweit war, schließlich brauchen Plätzchen so ihre Zeit, wurden die fertigen Kekse in kleine Tütchen abgefüllt. Jedes Kind, einschließlich Willi Wohnbau, durfte eine Tüte mit nach Hause nehmen. Da die kleinen Burattinos nun wissen, wie es geht, können die Muttis und Omis vielleicht noch dieses Jahr oder aber beim Plätzchenbacken im kommenden Advent auf tatkräftige Unterstützung zählen.